rein. Bekannt vor. Von einer anderen Frau oder was? Nee. Das ist mein Busfahrer riecht auch immer so. Der hat einen guten Geschmack. Oh, der hat voll die weichen Hände. Ich hab voll die Raum. Du hast so richtige Uwe-Hände. So. Der weiß schon, wie er die Karten spielen muss. Nee, bist wirklich so klein. Bist du ja. Komm mal her. 3, 2, 1. Ich bin der Niklas und ich komme aus Mannheim. Ich bin die Cornelia und komme aus Nürnberg. Hi. Servus. Servus, das ist richtig fränkisch. Ja, ne? Ja, das ist so richtig fränkisch. Also, sprichst du Dialekt oder? Eigentlich nicht, aber ich glaube, jeder sagt ja. Ja, doch, man hört's raus, eigentlich nicht. Du wirkst richtig cool und locker, Alter. Vielen, vielen Dank. Du hast dich gut vorbereitet. Nee, also, kann man sich auf sowas vorbereiten? Ein bisschen, oder? So Standarddinger, aber... Aber du hast dich nicht vorbereitet? Nein, überhaupt nicht. Schöne Augen hast du. Und woher weißt du meine Augen? Das war nur Spaß. Wie lange bist du schon Single? Lang. Fünf, sechs Jahre so. Darf ich auch fragen, warum, oder ist das zu privat? Es gibt ja nichts Gescheites, aber vielleicht du, ne? Salvetta lieber. Okay. Du klingst so lieb und nett. Manier nennt man das. Gibt's heute sehr wenig, ne? Wir sollten uns doch nicht verstellen. Stimmt. Conny, dann ja. Darfst du anfangen und die erste Karte ziehen. Was ist dein Typ? Sei konkret. Also ich habe jetzt keinen bestimmten Typ Frau, aber ich muss natürlich sagen, der erste Eindruck ist immer sehr, sehr wichtig. Ich achte auf Damen, die gepflegt sind und ja, ein schönes Erscheinungsbild haben. Ja, Charakter. Erscheinungsbild hat er gut ausgedrückt. Ich habe mich gefragt, wie er das formuliert. Erscheinungsbild ist stark. Damit meint der Mann ganz bestimmt zwei Sachen. Aber okay, mach weiter so, Nico. Das ist dann am Ende auch wichtig, weil es bringt nichts, wenn ich dich unglaublich schön finde, aber nicht zwei anständige Sätze mit dir austauschen kann. Mhm. Bei dir? Nice Babo. Warst du an dem Tag beim Babo? Also Aussehen ist bei mir auch... Also überhaupt nicht relevant. Also es muss ein Feeling da sein. Du musst irgendwie cool sein und so. Das ist für mich viel wichtiger. Also sagst du, du würdest auf das Aussehen verzichten oder? Ja, du sollst ja gepflegt sein, das ist logisch, ne? Also zum Beispiel, ich dusche einmal die Woche. Ach, ja, ich kann dich ja dann öfters duschen, wenn es so ist. Sympathisch. Ne? Nee, also wenn du gepflegt bist oder so, also mir ist das echt egal. Okay. Wenn es passt, dann passt es und. Cool, 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 cool. Ich muss erst mal den Stapel finden. Will er gleich schummeln, ja. Auf was könntest du in einer Beziehung am ehesten verzichten? Treue, Ehrlichkeit oder Humor? Treue muss da sein. Humor wäre scheiße, wenn sie unlustig ist. Treue, Humor oder was? Könntest du in einer Beziehung am ehesten verzichten? Treue, Ehrlichkeit oder Humor? Bruder, das ist ja alles scheiße. Dann würde ich, glaube ich, Humor nehmen. Ist ja halt nicht lustig, na und? Lache ich halt nicht. Humor muss weg, was denn? Lache ich nicht über deine Witze. Bist scheiße unlustig. Wenigstens bist du treu und ehrlich. Oh, fuck my life. Das war die Antwort? Oh, das ist schwierig. Das sind drei beste Punkte, ne? Ohne Humor geht ja gar nichts. Machen wir jetzt mal Treue. Lach doch jetzt nicht. Ja, jeder sieht es doch anders. Ja, nee. Ja, wenn du ehrlich bist, dann kann ja Treue wegfallen, weil dann sagst du mir ja alles. Der Ansatz von dir ist eigentlich gut, weil wenn du ehrlich bist... Nice. Hast du den Typen gefragt? Ja, hab ich. Oh, nice, danke. Danke, dass du ehrlich warst. Wir sind trotzdem nicht mehr zusammen. Okay. Treffen sich ein Maulwurf und ein Eichhörnchen im Zoo. Dann habe ich lieber sowas als Witz. Das ist scheiße unlustig, na und? Wenigstens betrügst du mich nicht und bist ehrlich, hä? Dann, Humor weg. Wirst du ja am Ende herausfinden, ob ich treu bin oder nicht. Aber treu und Humor wäre ich, glaube ich, gegangen bei Ehrlichkeit. Mein Gott, wenn du mir mal verheimlichst, dass du... Ja, ich habe jetzt nicht auf der Hand ein Beispiel, aber wenn du mal vielleicht irgendwas verheimlichen möchtest oder nicht mit mir teilen. Ja, so kleine Lügen. Schatz, habe ich zugenommen. Nein, siehst aus wie immer. Oder sowas wie, Schatz, hast du den letzten Schokofrosch gegessen? Nein. Aber wenn du dann sagst, ey Schatz, weiß ich nicht, irgendwas ganz Schlimmes, Digga. Irgendwelche verkackten Lügen. Dann wäre es schon cool, wenn sie ehrlich ist. Wenn du möchtest, ist das auch in Ordnung. Solange du am Ende treu bist, kann ich mit leben. Und wie findest du jetzt das Blind Date? Witzig. Läuft gut, ne? Läuft richtig, Junge. Gib's dir Mühe. Danke. Du auch. Beschreibe, wie ich rieche. Ist mein Geruch sexy? Ja. Was? Du bist, sorry. Wie kann ich den riechen? Einfach. Komm mal her. Welches Parfüm? Ich riech gar nichts. Perfekt. Aber es liegt nicht an mir. Musste man sich hier vorher testen? Ich bin dran, mal geben.
Oh, du riechst gut. Nein, du riechst gut. Danke. Du riechst gut. Danke. Also mir ist das wichtig, auch bei einer Frau. Ich finde, so Geruch und... Schatz, hast du meinen Akzent im Pöbel hergeräumt? Nee, hab ich nicht. Das kann anziehend sein und attraktiv. Was sagst du? Finde ich genau. Malropa, Ibu, Cass, Fraker und Luigi. Danke für die Subs. So, ja? So, das ist das. Ja, A und O, finde ich. Hat sie du Wichser gesagt? Ich finde, so Geruch und das kann anziehend sein und attraktiv. Was sagst du? Finde ich genauso. Ja? Also, das ist das. Ja. A und O, finde ich. Ja. Kannst du mal an Conny riechen? Riechen, super wichtig, Chat. Trust in yourself. Gut riechen ist ein underratedes Ding. Wenn ihr gut riecht, das ist echt stark. Ja. Bestimmt noch Schweiß dran. Boah, auch freue ich mich auch voll. Muss ich jetzt aufstehen oder so? Ich weiß es nicht. Ah, ja. Der lügt doch, oder? Nein, ja, um Gottes Willen, nicht verkehrt. Der Geruch kommt mir bekannt vor. Oh, von einer anderen Frau, oder was? Nee, das ist schon klar. Mein Busfahrer riecht auch immer so. Das ist süß, der hat einen Geschmack. Ja. Das habe ich von meiner Mama bekommen zu meinem Geburtstag. Ja. Süße Maus, du. Comeback am Prinzip. Der weiß schon, wie er die Karten spielen muss. Nee, bist wirklich so ein kleiner F***er, bist du, ja. Ohne Witz. Nee, leider nicht. Ja, ja, ja. Leider nicht. Ja, genau. Und bevor wir uns weiter kennenlernen, abonniert doch schon mal den Kanal, damit ihr das Weitere nicht verpasst. Super! Machen Sie super. Warum, Freunde? Ich weiß nicht, woran es liegt. Man muss immer sagen, dass sie followen sollen und Subs und sowas, weil sonst macht man es nicht. Machen Sie clever. An alle Follow dalassen und Subben kann man mal machen. Auch mal auf YouTube vorbeischauen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, meldet euch doch. Ja. Läuft gut aber, oder? Bei dir läuft's ja richtig, Alter. Bin ich attraktiv? Du kannst nur deine Sinnesorgane nutzen, um das herauszufinden. Es ist auch fühlen, oder? Ist es fühlen? Wo? Ich wusste, überall. Das ist ja. Überall. Ja, das stört mich jetzt wirklich nicht. Ja, ich sehe, es ist nur schwer. Oh nee. Es fühlt sich an wie Pudding, ne? Nee, du bist okay. Ja. Okay, ist okay. Ja, so. Ich muss ehrlich sagen, da das auch für mich zum ersten Mal ein Blind Date ist, also keine Ahnung, du fühlst dich wie ein toller Mensch an mit einem tollen Charakter. Das ist wie eine Beleidigung. Du fühlst dich wie jemand an mit einem tollen Charakter. Falls jemand da draußen was zu euch sagt mit, du hast einen schönen Charakter, das ist umgangssprachlich einfach nur, du bist scheiße hässlich, gib mir bitte nicht auf den Sack, gib mir die Nummer von deinem besten Freund, den will ich nämlich klären. Toller Charakter, gleich verkackt, Chat. Kannst ja auch schon lange. Oder, ja. Wenn ich diesen Spruch aber gebracht hätte. Das ist ja was ganz was anderes. Ich möchte halt einfach die Situation aufnehmen. Also soll ich jetzt stehen? Ja, stell dich immer hin. Aber ich muss ja dann auch aufstehen, oder? Warte mal, ich komm. Ich stehe jetzt da. Soll ich auch aufstehen? Wo ist denn der? Ah, warte, ich stehe, warte. Ah, oh, das ist meine Kette. Ja, das ist meine Brust. Ach was? Aha. Ah, okay. Machst du Sport? Mhm. Okay, fühlt sich ja schon mal gut an. Aha. Hey, mach das Gesicht ruhig. Darf ich da oben hin lang? Ja. So, jetzt das. Okay, ist das ein Afro? Ich schwöre, oder? Du hast so strubbelige Haare. Darf man sowas sagen? Oh Gott, nicht, dass ich jetzt irgendwas Rassistisches sage. Ich bin nicht rassistisch. Ja, ich habe mich gerade ein bisschen angegriffen. Jetzt hör doch mal auf. Das ist doch cool, wenn man solche Haare. Oh, der hat voll die weichen Hände. Ich habe voll die Raum. Ja, ja, du hast so richtige Uwe-Hände. So. Willi hat richtige Wurstfinger. Wusstet ihr das, Freunde? Willi hat richtige Wurstfinger. Das ist mir schon richtig oft aufgefallen. Immer wenn er so sein Handy in der Hand hat und auf Instagram schon wieder, dann siehst du nur seine Wurstfinger, wie er irgendwann wieder irgendwas liked und so. Und bei irgendwie TikTok, bei irgendwelchen. Sam mit seinen kleinen, er hat so kleine Finger, so kleine verwurstete Finger, die einfach nur notgeil sind und die ganzen Tag nur liken. Das hat Willi, der hat so voll kleine Hände. Der Daumen ist wirklich so abgenutzt. Ja, Entschuldigung, ich arbeite hart. Ich auch. Ach ja. Nee, er fühlt sich sehr gut an. Bist du groß? Ja. Na? Sexy. Danke. Wie groß bist du? Ich bin 1,56. 1,56? Ja. Ja, dann bin ich ein Riese neben dir, ja? Ich bin groß. Ja, aber das ist ja schon mal ja. Hot. Was wäre denn, wenn ich nur 1,60 wäre? Naja, du bist ja wirklich ein sympathischer Kerl, das weißt du ja, ne? Weil du sagst, du bist eine 10 von 10. Mhm. Der wird es ja schon wieder mit deinen Sprüchen gut machen. Oh, sorry. Oh mein Gott. Ja, sorry. Ich bin größer als Willi, sage ich. Oder gleich groß, eins von beiden. Stimmt.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie attraktiv bewertest du dich? Alter, nein! Was eine Frage. Das ist bei mir ganz schlimm. Echt? Bist du da so? Das ist schwierig, sowas. Ich sag euch ehrlich, an schlechten Tagen, wenn ich gerade mal die Wind-Challenge hinter mir habe, vielleicht 18 Stunden live war, vielleicht auch mal nicht danach duschen war, Zähne nicht geputzt, gerade aufgestanden, noch mit ein bisschen angeschwelltem Gesicht, Haare nicht gemacht, dann ist das vielleicht auch schon so, dann ist es vielleicht so eine 3 von 10 bei mir auch mal, ne? Stinkt ein bisschen, ist okay, kann passieren, sieht aber niemand. Aber wenn ich mich richtig schön mache, gerade vom Friseur komme, freshes Outfit, dann sag ich, ich bin so eine, nicht arrogant geklärt, ich bin dann so eine 7,5. Also ich sag Prime 7,5 bis 8 und verquatscht, wenn ich wirklich absolut kacke, so, ne, mich nicht, dann so eine 3. Ich sag mal so, ich habe eine Theorie. Ich sage, man muss nicht wirklich hübsch sein im Gesicht. Jeder kann was Gutes aus sich rausholen, wenn du wirklich, jeder kann zum Friseur gehen, okay, wenn man keine Haare hat, dann vielleicht nicht, aber selbst Glatzen sehen manchmal nicht schlecht aus, wenn du dann einen stabilen Bart hast oder so, oder du kannst gepflegt aussehen, das ist wichtig. Gepflegt aussehen. Du musst keine krass teuren Markenklamotten tragen, aber du kannst trotzdem Style haben, das geht klar. Das kannst du auch machen. Du kannst gut riechen, du kannst einen selbstbewussten Eindruck machen. Das kannst du alles ohne dass du hübsch bist. Und dann ist jeder von uns schon mal kein kompletter Vollidiot. Du kannst auch übertrieben hübsch sein, aber wenn du eine scheiß Frisur hast, wenn du stinkst, deinen Stream snipes und deine Zähne nicht geputzt hast und mit kaputten Klamotten oder dreckigen Sachen durch die Gegend läufst, dann bist du halt ein Vollidiot. Einfach wo eine Glatzen sehen auch nicht schlecht aus, Freunde. Manche, wie heißt, es gibt viele, die sehen mit die stehen glatzen, finde ich. Also jeder ist auch sein, ne, das wollte ich damit sagen. Wenn man will, kann jeder was aus sich machen. Wenn man nicht will, dann sieht jeder von uns scheiße aus. Voll anti und selbstbewusst, ja, ich bin voll kritisch mit mir. Ich teile. Also ich denke, eine 6. An was liegt das zum Beispiel? Sagst du dann zum Beispiel, an einem Dienstag sind deine Haare nicht so schön? Aber ist doch auch krass unsympathisch, wenn sie jetzt sagen würde, deswegen geht's, ich bin eine 10 von 10. Wer von sich sagt, ich bin, also das, schwierig, wisst ihr? Das wird dann zu einer 5, oder? Nee, ich glaube, das ist wirklich, wie man mental, glaube ich, auch so drauf ist. Oder allgemein, wenn man jetzt halt wieder... Ja, wir sind so Frauen. Weißt du, wenn ich dann wieder die ganze Zeit irgendwie... Das ist auch immer so ein bisschen, wenn man andere sieht, ne? Oder? Ja, vergleichen tun wir uns ja eh, ja. Mhm. Genau. Aber ich glaube... 7 darf das sagen, ja, zum Beispiel. Aber wusstest du, dass im Vergleich die Abwertung liegt? Du solltest dich niemals vergleichen. Das ist schwer in der heutigen Zeit. Ne? Ja. Aber es heißt vergleichen, aber man ist doch immer so, ich weiß nicht, also zum Beispiel jetzt mit meiner Brüste, die habe ich schon mal gemacht und dann gewöhnst du dich dran und denkst dir so, komm, ein bisschen geht noch oder weiß ich nicht, dann bist du halt zu faul, Sport zu machen, ne? Und dann willst du halt ein BBL, weil dann denkst du dir, das geht schneller. Hast du das auch gemacht? Mir wurde gesagt, ich habe von Natur aus einen schönen Hintern, aber mehr geht immer. Sehe ich. Echt? Ja, toll. Okay. Und bei dir, wie ist es? Erzähl. Erzählen. Sag nicht, du findest dich richtig geil. Doch, aber das... Hau ab, Mann. Nein, aber nicht. Das ist das Problem. Nein, das ist kein Problem. Du denkst jetzt, das ist arrogant oder so, aber ich bin einfach... So wie ich bin, bin ich von mir überzeugt. Also es gibt nichts, was ich an mir verändern würde, weil ich einfach zufrieden mit mir bin. Damit meine ich nicht, dass ich der geilste Typ der Welt, auf der Welt bin, weil ich sag auch, wenn Männer cool aussehen oder so, sage ich denen, hey, du siehst top aus, aber... Für mich bin ich eine 10 von 10, wenn eine Frau mich fragen würde. Ja. Nee, finde ich cool. Nee, ist so gut. Was denkst du, wie ich aussehe? Das ist so eine... So. Ja, ich weiß jetzt, dass du deine Brüste gemacht hast. Ich weiß, dass du anscheinend einen sehr guten Körper hast. Deine Haarfarbe weiß ich nicht. Jetzt komm, was denkst du denn? Du hast braune Haare. Du hast gerade einen roten Lippenstift. Wieso rot? Dann bist du blond. Wir waren noch gerade bei braun. Ja, jetzt habe ich mich jetzt anders entschieden. Jetzt wird's aber schnell hier und roter Lippenstift. Jetzt habe ich mich anders entschieden. Wie kommst du jetzt von braun auf blond? Stimmungsschwankungen. Ich frage mich gerade, ob du irgendwelche Fähigkeiten hast. Das natürlich. Bist du blond? Ja, ab und an mal ja. Okay, aber nicht aktuell ja. Ja, von Natur schon auch, aber ich wechsle oft mal gern durch. Ne? Okay, und hast du Naturlippen? Nein. Aha. Aber auch nicht zu übertrieben. Ja, ich weiß, nur ein bisschen. Ach, das weiß er. Okay, aha. Schön. Aber hast du so Tattoos? Ein bisschen. Na, ein bisschen? Nicht viel, ein bisschen. Ja, das höre ich ein Lachen raus. Von ihm willst du mal oh Gott. Erzählen, was du... Ich wusste. Ja, ich wusste es.
Was ich beruflich mache? Warte mal. Allein, dass diese Fragestellung schon so kommt, ist es was sehr, sehr Wildes. Nein, finde ich gar nicht. Wir sind 2022. Ey, beruhig dich. No cap, ja. Alles gut. Ja. Ich bin mit meiner Mama. Was? In der Firma. Und da mache ich so Buchhaltung und sowas. Ah, okay. Und nebenbei. Wie enttäuscht. Schmuddelfilme. So, kennst du Only? Ja. Ja, ein bisschen so und so. Läuft, ne? Rap-Musik. Ja, wenn man will. Also mit dir wird es bestimmt laufen. Natürlich mache ich das jetzt nicht. Also wenn ich einen Partner hätte, würde ich das gerne mit dir machen. Ich habe da so ein Fetisch, so, ne? Mäßig. Kannst du mich gerne filmen, das mag ich. Oh Gott, darf ich. Okay. Guck mal, wie er guckt. Da sind seine Wurstfinger schon wieder am Arbeiten, ich sag's euch. Darf ich das sagen? Gott, piep, piep, sorry. Ja, aber so. Okay, 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 nur. Ein Erotikmodel nebenbei, auch in so Rap-Videos oder so spiele ich mit. Und Erotikmodel! Okay, cool. Okay, ich bin überrascht, endlich mal. Also, krass. Also, ich kenne natürlich OnlyFans nicht, weil ich. Nee, gar nicht. Nein, nee. Also jetzt, das muss ich sagen, ich kommuniziere ich immer offen und ehrlich. Ich würde für sowas niemals zahlen. Also, ich bin nicht der Typ. Das finde ich nicht toll. Ja, ich supporte dich anders. Okay. Ah, okay. Indem ich an den Videos mitmache. Okay. Niklas, magst du erzählen, was du? Nee. So, jetzt kommt's. Nee. Doch, jetzt sag. Also, ich bin Fußballprofi. Bist du wirklich Profi oder denkst du von dir, du bist Profi? Ich muss nur so fragen, weil du denkst ja auch, du bist eine 10 von 10. Gute Frage. Also, eigentlich auf dem Papier bin ich Profi. Oh, sorry. Alles cool. Ah, okay. Ja. Also, ich bin Fußballprofi. Oh, meiner Meinung nach. Ich bin Influencer in irgendwelchen Anführungszeichen. Ich bin YouTuber in irgendwelchen Anführungszeichen. Ich habe eine eigene Modemarke. Was machst du denn noch alles? Ich habe ein eigenes Getränk auf dem Markt. Echt? Hast du da noch Zeit überhaupt für eine Freundin? Oder? Schwer. Ich setze Prioritäten. Oh. Ja. Willst du die mitteilen? Oder? Ja, die sind meine Zukunft. Da. Die hat Priorität. Vielleicht kann man das ja mit einbinden. Vielleicht gehörst du ja dazu. Das hat dann Priorität. Okay. Also ich würde noch mal ein bisschen auf das Only. Wir wissen jetzt weiter. Okay, okay, ja, mach einfach. So, nee. Sing mit mir einen Song. Wir können auch einen Gang runterfahren. Nicht immer, nur immer Vollgas, auch mal einen Gang runter. Schnappi, schnappi, schnapp. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Ja, aber so weit kann ich noch. Das war doch schon mal süß. Seid ihr denn bereit, nein, die Augenbinden abzunehmen? Nee. Oh, Nico! Das ist aber ein gutes Video, voll die gute Idee. Jetzt wäre ich nervös. Echt jetzt? Ja, dann lassen wir uns. Okay, zieh runter jetzt, komm. 3, 2, 1. Ah, ein bisschen tätowiert, du hast recht. Ein bisschen die Wimper, oder? Die ist hier vorne. Kannst du die bitte auch erst weg, okay. Ich hätte nicht gedacht, dass er so aussieht. Und was hättest du aber gedacht? Aber du bist süß. Bisschen breiter. Ich bin breit. Aber ein bisschen Fußballer. Nee, also... Nein, aber du bist... Ich bin breit. Aber ich schlecht siehst du jetzt nicht aus, aber süß, aber ich hätte es echt nicht gedacht. Schlecht siehst du jetzt nicht aus, aber was? Keine 10 von 10, wolltest du sagen? Süß. Nein, aber du nicht bist... Schwärmen, aber ich schlecht siehst du jetzt nicht aus, aber süß, aber ich hätte es... Also ich glaube, die sind halt, ich glaube, er, das ist nicht sein Typ und ich glaube, sie ist auch nicht ganz ihr Typ. Die würden mal vielleicht mal, ne, ein bisschen hier die Büchse der Pandora öffnen, aber ich glaube so sonst, jo, mach mal. Echt, ne, geht doch. Hört sich so wie so, hört sich so an wie, für ein Video du bist ganz süß. Also ich muss jetzt hier nicht gleich die volle Pusche machen, oder? Ne? Nee, jetzt warte noch mal. Musst du nicht, um Gottes Willen. Digga, die ist doch 10 Jahre älter als er. Du kriegst oft Komplimente, oder? Oder weiß ich nicht. Ja, nein. Was denkst du, wie alt ich bin? Ja, 26, 27. Nee, ich sag 33. Echt? Wie alt bist du? Was schätzt du? 26. Nee. Älter? Jünger. Jünger? Ja. Oha, dann bin ich eine MILF. Geil. Geil. Das war geil. Ich bin 33. Oh, Chat, ich bin der größte Cheat. Ich bin ja der allergrößte Cheat. Echt jetzt? Ja, das ist ja ein Riesenkompliment. Dann hast du dich super gehalten. Mhm. Krass, wie alt bist du? 18. Ja, ist auch nicht so ganz mein Typ. Also, Melina, ich stehe halt nicht auf
Das ist meine persönliche Meinung. Wir leben in Deutschland. Ich darf meine Meinung äußern, bevor mich jetzt wieder irgendwelche da draußen wegfronten wollen mit lass ihn doch machen, was sie wollen. Ja, macht euer Ding. Gibt nämlich immer die. Ich muss immer aufpassen, weil ich in der Öffentlichkeit stehle. Meine persönliche Meinung, da ich in Deutschland lebe und meine Meinung auch sagen darf, ich finde es nicht so attraktiv, wenn eine, also mein Typ Frau ist es nicht, wenn man extrem viel Schminke benutzt oder auch zu künstlich aussieht. Das ist jetzt kein Front an die Dame, sondern ich sage nur, dass ich das nicht mag. Ich stehe eher auf natürliche Mädchen. Bisschen schüchterner, süß, natürlich. Nicht ganz so viel Schminke, aber auch gar keine Schminke. Nur so ein bisschen gebräunt, weiße Fußnägel, weiße Nagellack. Nicht diese ganz langen Teile. Nee, lass es. Wir sind hier nicht bei Freddy Krüger. Nur die ganz normalen. Bisschen, vielleicht bisschen Gel. Mach dein Ding, ist okay. Bisschen schüchtern. Lass mir das Bro und Walla und so und Ewa. Lass das alles weg. Bisschen schüchterner und ich weiß nicht und sowas. So in der Art höflich, vielleicht ein bisschen intelligent. Sowas. Nein. Ich wollte nur deine Reaktion. Nein, ich bin 24. Echt, du schaust älter aus. Echt? Ich hab doch ein Babyface, hör ich immer. Ich hab das nicht gesagt. Ja. Deine anderen Verehrerin, ja. Nein. Fußballer gehen ja gerne fremd, das wissen wir ja. Ja, boah. Stimmt. Nein, aber... Nein, gut siehst du aus. Aber danke, hätte ich jetzt nicht gedacht, so jung. Ja. Ihr dürft euch aussuchen, was ihr denn wählen wollt. Also entweder ihr sagt, ja, es war ganz nett, wir verabschieden uns, dann haltet ihr das in die Kamera hoch. Entweder ihr könnt eure Nummern austauschen, dein Handy hast du, deins bringe ich dir. Oder ihr könnt euch küssen, das dürft ihr frei entscheiden. Ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit, jeder für sich. Da weiß ich jetzt schon, was passieren wird. Aus Toleranzgründen wird man nicht sagen, hey, das war nice, geben wir uns die Hand. Wäre ein bisschen gemein. Küssen, bisschen too much. Deswegen werden sie sich obligatorisch die Nummern austauschen. Klassiker. Auszusuchen. Ist einfach. Und dann ich bin der beste, Crewmate-Chat. Ich bin in den Camps. Schau mir das mal so an. Logisches Denken. Verzeihung, dass ich zwei gesunde Augen habe. Ja, aber wie du mich soll ich die wieder aufsetzen? Aber wie du mich also eins fällt auf jeden Fall schon mal weg. Ja. Aber das andere, das ist ja auch so, ist es wirklich Nummern oder ist es auch so einfach nur mal Insta oder so? Insta wäre mir lieber. Ja, ne, mir auch. Das sieht man auch in deinem Blick. Okay, seid ihr bereit? Ja. Dann. Ich muss jetzt auf Folgen drücken oder machst du den? Nee, machen. Hast du schon gedrückt? Nee, ja. Nein, ich habe noch gar nicht gedrückt. Typisch Influencer. Muss ich auf Folgen drücken? Nö, musst du nicht. Coole ich bin Bilder. Da jetzt nicht so. Oh krass, ich kenne dich echt gar nicht. Ey. Ich auch nicht. No front. Ja, Wahnsinn. Coole Bilder. So, aber du kennst jemanden, den ich kenne. Ja, ich habe mich ganz gut mit ihm verstanden. Es ist mal wirklich was ganz was Neues, was anderes. Ich hoffe, er hat mir auch nicht jeden Spruch, also er hat sich nicht jeden Spruch zu sehr zu Herzen genommen. Ansonsten, ja, ich bin mit ihm auf jeden Fall noch in Kontakt. Und wie ich und die Dame verblieben sind, was sage ich dazu? Ein Gentleman schweigt und genießt. Samstagabend, 21 Uhr, der Stream geht offline bei Nico Sommer. Aus unerklärlichen Gründen kommt der um 0 Uhr wieder live. Kurz mal abgewürgt und dann gehen sie wieder ran an die Arbeit, ne? Aber cooles Video. Voll die gute Idee, we talk. Everything has changed. Every day.